seduh kopinya, tonton channelnya, konten pilihan sport. Schnell erkennt ihr die Lücke und spielt präzise dahin und dann wird das 6,10 Meter breite Spielfeld lang und länger und Ricky Subhaja nicht lang genug. 11:10. Thank you.
der Luft hat er zurückgezogen. Jabkim Hot. So ist es. Und es war die richtige Entscheidung, die oft innerhalb von Bruchteilen von Sekunden getroffen wird. Nervensache im dritten Satz im Finale von Olympia. 12-10 für Cherson Kitt, den wir hier sehen. Und Jabkim Hock, der Aufschlag wechselt zu Rexy, Mainaki und Ricky Zubaccia. Zwölf zu elf. Aufschlag, Jabkim Hock. Der hier überhastet reagiert. Aber er hat die zweite Chance mit dem zweiten Aufschlag. Während des Aufschlags ist es mucksmäuschenstill in der Halle. Die tobt, wenn der Federball den Boden berührt. Wieder Aufschlagwechsel. Ein Spiel, das keinen Sieger verdient. Schnell erkannt, dass Jabkim Hock zu weit hinten stand im Feld und im Treffmoment das Handgelenk nach unten, kurz hinters Netz. Ricky Zubaccia macht den Punkt zum 12-12. Weltmeister suchen die Entscheidung mit den Schmetterbällen von der Grundlinie. Rexy Mainaki, alles was er hat, setzt er rein in dieser Smash. 13-12. Wie gesagt, sollte es zum Einstand kommen, 13 beide. Haben die Weltmeister aus Indonesien das Recht, den Satz auf 5 Punkte zu setzen, will heißen, in die Verlängerung für 5 Punkte zu gehen. Wobei es nicht nötig ist, dass eine Partei 2 Punkte Vorsprung hat. Ein Punkt Vorsprung reicht, um Gold zu gewinnen. 14, Match Point, 12, Second Server. Aber jetzt sind die Chancen bei den Weltmeistern. Matchball 14-12 und der Aufschlag für Ricky Zubaccia. Nach mehr als 90 Minuten Spielzeit. Das ist der Olympiasieg für Malaysia, für Indonesien, Entschuldigung, jetzt habe ich mich ganz vertan.
Rexy Mainaki und Ricky Sobaggia, die Weltmeister von 95, gewinnen auch hier in Atlanta das Finale gegen Cheerson Kitt und Yap Kim Hock aus Malaysia, die nicht traurig sein müssen. Sie waren ein gleichwertiger Gegner, ohne Zweifel gewannen, überlegen den ersten Satz, verloren knapp den zweiten, und sehen Sie die Freude bei Rexy Mainaki und Ricky Sobaggia. Gold für Indonesien, Silber für Malaysia im Herrendoppel in Atlanta 96. Content Pilihan Sport. Indonesians from here surf home to the goal on a tide of hometown support. Certainly not helping the Koreans. Making another aggressive gesture there. And that's the response from the Indonesians. Keeping their cool. Just another reminder to Lee that he should keep his mind on the game. The Koreans turn. Yes. Great counter-attack by the Koreans. Second server.
Oh, the smash was inevitable. It's good too. Top work from the baseline by Yu. Standing out a length. Now the Indonesians at 10. Wijaya. Lee appeals. For what I'm not sure. The smash from Wijaya was good. Lee made the error, I'm sure. The forehand here return would have sailed out. Again by the Koreans. Just taking all the pace of it from the baseline. A daring shot. Well, it's a fine line between gold and silver. Six-point lead. Yes, yes. One hour and 15 minutes. Brilliant return. Match point. Miracle return. Outrageous return. Brings the Indonesians to match point. They're all on their feet in the stands. Service over. 6-14. More time to save at the moment. Perhaps. It's a long way back for the Koreans. Yeah.
There's a point. 7-14. Another outrageous return by Gunawan. Two of the best returns we've seen all tournament. From Tony Gunawan. 7-14. Second match point now for Indonesia. Service over. 14-7. Time in Jakarta. Goal for Indonesia. Match one. What a team.除非針對的一個重複的分空檔有一個反擊機會好球啊連續進攻一路就是瞄著基多的變殺繼續一殺直線沒問題了胡了半場爆發力輕殺換人基多殺球的朗網這一板大家後場球也是基多有少少想放薩基克布其實在比賽當中人家組合他們的失誤和他們的優勢好球個人組合有些是比較輕易地丟分好球輕重結合要暗抹場地的汗
呢一次嘅分咧，人哋组合系领先六分。选择放啊！好球啊！但系就真系嗱，去咗手边度，去咗蔡温嘅手边度，都唔好啊！放松。出界，要同阿山去搭配啦，亦都获得好好食。停个变化，哎，但系你系扳得一截。另外，我哋都少见咗就风云组合佢哋好凌厉嘅攻防。做两板系轻嘅，又系俾人系又通过中田半场嘅抢主动啦，同佢后抢起到作用啊！哇，但系对方呢下嘅。回个空档亦都系相当漂亮，冇计啦！空档转换，俾翻球俾对方，系啦，先做好防守。发个高球啊！但就绝对有所准备嘅，好杀咗个结合部，又发个后长球，连续两板解决问。第三板先选择杀球，咁但系都系比较轻嘅，比较后场，第一板守到落嚟，第三板系轻掉。可惜啊！Seduh topiknya, tonton channelnya, konten pilihan sport.